Und ich finde das schon, wir leben in einer nihilistischen Epoche, eindeutig so. Ne? Also die moderne Naturwissenschaft ist letztlich nihilistisch. Und die ganze politische Szene ist eigentlich auch nihilistisch. Denn höhere Werte kann ich nirgendwo erkennen, also beim besten Willen nicht. Ich kann sie nicht sehen. Vielleicht bin ich blind an der Stelle, aber ich sehe sie nicht. Jetzt haben wir Materialismus, Scientismus als Wissenschaft, Militarismus als Anwendungsfall und Antihumanismus im Ergebnis. Das ist kein Transhumanismus, es ist ein glatter Antihumanismus. Es ist die Perversion des Menschlichen bei seiner Selbstvergöttlichung. Es ist die bloße Satanei der menschlichen Existenz, die zum Programm erhoben wurde. Die Überlegungen gehen ja weiter. Also das heißt, das wissen wir mittlerweile alle. Alle sagen, ja, irgendwann werden wir alle gechippt. Ganz konkret heißt es, wir bekommen bestimmte Implantate, wo sind unsere biologischen Daten, unsere Identität und alles Mögliche irgendwie festgehalten. Das heißt, die Maschinerie dringt in unsere Körper ein. Ein Verhängnis. Ich kann das nicht anders betrachten als ein Verhängnis. Und ich als Lebewesen sozusagen in dieser Situation kenne in diesem Zusammenhang eigentlich nur einen einzigen Instinkt, und das ist ein Fluchtinstinkt. Also das heißt, auf jeden Fall zu verhindern, dass so etwas mit mir, mit meinem Leib und meinem Körper passiert. Abendländische Geistesgeschichte ist eine Siegergeschichte in gewisser Weise. Aber auf der anderen Seite ist sie eine Verlierergeschichte. Es ist eine desaströse Geschichte, die letztlich alle, wenn es weitergeht, in den Abgrund reißen wird. Und die anderen Völker haben es übernommen. Es ist ja nicht so, dass es eine echte, substanzielle Gegeninitiative, das gab es zum Teil, Gandhi als Beispiel in Indien und so weiter. Es gibt ja genügend Beispiele. Aber hat nicht ausgereicht. Letztendlich sind die Inder, die Chinesen und viele andere Völker auf diesen Zug auch aufgesprungen. Und zwar vollständig, auch im Orient, im Nahen Osten. Alle sind sie doch vollkommen auf die Technik gesprungen. Und die Digitalisierung ist überall präsent. Also man hat ja Angst, dass man sozusagen zurückbleibt. Also alle hat das erfasst. Alle. Und das nenne ich ja den megatechnischen Pharao. Ne? Und in gewisser Weise, ich sage es nochmal, wenn wir hier so ein Video machen, sind wir auch davon betroffen. Aber man kann natürlich schon andere Akzente setzen und es verstehbar machen. Und darüber kann man sprechen. Aber die abendländische Geistesgeschichte ist eine Katastrophengeschichte. Übrigens auch buchstäblich. Die Weltkriege gingen ja vom Europa aus, vom Abendland aus. Die größten Vernichtungswaffen sind hier erfunden worden, hier in Europa und zum Teil Amerika als Verlängerung von Europa ja auch. Ne? Hier ist es passiert. Warum, kann man ja wieder fragen. Also die Europäer und die Abendländer haben da einen Anteil an der Unheilsgeschichte dieses Planeten. Muss man ganz eindeutig sagen, eine Schuld lastet auf ihnen. Das muss nicht, dass jeder Einzelne jetzt hier mit Schuld rumlaufen und wie das ja heute, manchmal ist es ja absurd, ja, im Einzelnen das aufzulasten. Aber es ist ein Stück weit auch wirklich Schuld, aber vielleicht nur im metaphysischen Sinn. Die kann man jetzt nicht einfordern oder Geld fordern oder den Einzelnen vor ein Tribunal. Das geht nicht, weil es sind ja auch epochale Dinge. Auch die Naturwissenschaft ist ja nicht nur jetzt an einzelnen Personen schulterfest zu machen. Das ist ja auch
es sind ja auch epochale Vorgänge, nicht, die vielleicht auch noch ganz andere Wurzeln haben und ganz andere Bewegungskräfte, nicht? Aber es ist eine Katastrophengeschichte. Wir sind Teil einer Katastrophengeschichte. Und heute sind wir so dicht dran an der Totalkatastrophe, dass es wirklich fatal ist und verhängnisvoll, dass man wirklich Angst haben könnte oder hat auch. Es ist einfach, wir sind an einen Endpunkt geraten, nicht? Also, wenn das so weitergeht, dann kann man sagen, dann ist es zu Ende. Die Bibel redet vom Sein-Wollen wie Gott, gerade nicht, wie die meiste Auslegung an dieser Stelle durch die exegetische Theologie erfolgt ist, im Sinne eines prometheischen Hochmuts. Da sind Menschen, die an die Stelle der Götter sich setzen wollen. Das ist kein biblisches Motiv. Was man in Wirklichkeit sieht, ist ein Mensch, der zutiefst daran leidet, entdecken zu müssen, dass unter ihm die Welt einbricht. Er ist nichts als eine Staubgeburt. Etwas ganz und gar Vergängliches. Die Naturwissenschaften würden heute sagen, er ist ein Kohlenstoff-Wasser-Kittenmolekül mit festgelegter Sollbruchstelle. Die Zeit ist von der Geburt an eigentlich genetisch ungefähr schon im Programm. Äußere Umstände können ein bisschen daran verschieben. Im Ganzen aber gehört die Sterblichkeit zur Einrichtung dessen, dass wir Körperwesen sind. Jemand, der das begreift, in der biblischen Sprache, der die Schlange reden hört, erlebt, wie ein gähnender Abgrund sich unter seinen Füßen öffnet. Und die Frage ist, wie geht er mit dieser Tatsache, die ihm bewusst wird, um? Erkennen von Gut und Böse in der Bibel meint nicht im moralischen Sinne, Gut und Böse bestimmen zu wollen oder kennen zu können oder erst überhaupt durch die Erfahrung des Bösen ins Wissen heben zu sollen. Es bedeutet, die zwei Seiten der Daseinsbedingungen kennenzulernen. Es wäre kein Problem, nur Staub zu sein, wenn gleichzeitig bewusst wäre und bleiben könnte, was die Bibel auch sagt, aber Gottes Atem belebte den Staub. Das Gebilde seiner Hände trägt in sich selber den Atem Gottes. Und das ist, wovon wir leben. Solange das einem Menschen bewusst ist, bleibt er im Gleichgewicht. Wir könnten philosophisch sagen, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, zwischen Kreatürlichkeit und Berufensein, zwischen Ausgeliefertsein und Sinnmitte. Es gäbe einen inneren Bezug. So zu leben wäre gut. Wieder jetzt nicht als moralische Bewertung, sondern in dem Sinne, dass es glücklich macht, ausgewogen ist, eine innere Identität verschafft, sich im Gleichgewicht hält, authentisch zu leben erlaubt. Es macht glücklich, ganz einfach. Das ist gemeint mit Gut. Nimmt man aus dieser Bestimmung den Trost, den Halt, die Fundierung der Existenz heraus, indem man gewissermaßen Gott aus dem Spiel lässt, hat man nur die kreatürliche Seite, dann sind wir wirklich nichts weiter, als was die Naturwissenschaften über uns sagen kann. Wir sind ein Kohlenwasserstoffkettenmolekülgebilde, zur Sterblichkeit verurteilt. Mehr noch, inmitten einer Natur befindlich, die uns zwar hervorgebracht hat, aber an keiner Stelle meint. Ein Ergebnis von Notwendigkeiten, die in den Naturgesetzen liegen, und einem Spiel von Zufällen, in denen sie sich selber austauschen und zu Ergebnissen treiben. Nichts am Menschen als Spezies, ganz sicher nicht am Menschen als Individuum, hat für die Natur irgendeine besondere Bedeutung. Eine Definition des menschlichen Daseins ohne den Schöpfer, ohne den religiös-göttlichen Hintergrund, liefert den Menschen dem aus, was wir heute Natur nennen. Und damit leben zu sollen, ausschließlich, exklusiv, ist für die Bibel so viel wie ein Verurteiltsein zum Nichtsein, ein Fluch, eine dauernde Belastung. Und die wird geschildert im 3. Kapitel des 1. Buches Moses in der Genesis als Fluchrede Gottes über den Menschen.
dieser Fluch besteht nur darin, zu beschreiben, was aus einem Menschen wird, der Gott aus den Augen verliert, die schützende, bergende Hand Gottes nicht mehr wahrnimmt. Das muss man jetzt aufzählen. Dem erscheint die eigene Existenz in ihrer Zufälligkeit, nicht Notwendigkeit, radikalen Kontingenz als eine Herausforderung, mit der er nicht mehr klarkommen wird und kann. Er ist unvollkommen, hilflos, in vielem nicht Herr seiner selbst, geformt von Kräften, die auf ihn einwirken, die er weder gestalten noch abwehren kann. In dieser Situation versucht er zu sein wie Gott. Das heißt, in der Relativität und Ausgeliefertheit seiner Existenz etwas Absolutes einzufügen, an das er nicht mehr glaubt, das er nicht mehr voraussetzt, das er aber umso mehr sich selber erschaffen muss, weil er kein Geschöpf mehr ist oder sich als solches nicht mehr wahrnimmt oder sogar dagegen protestiert, ein solches sein zu sollen, muss er sich selber erschaffen. Das ist die biblische Urgeschichte mit der sogenannten Sündenfallerzählung. Es gibt einen Satz von Jakob Böhme, der hilft, das Verhältnis der Menschen zur Transzendenz, also dieses Transzendenzbedürfnis, wie dieser Begriff heißt, zu verstehen. Der Satz ist sehr einfach, der lautet: In allen Menschen liegt das Himmelsbild, aber im einen lebt, im anderen ist es unlebhaft. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, mit dem man sehr, sehr viel verstehen kann. Es gibt auch doch diese Metaphern aus der christlichen Tradition, die Kinder des Lichts und die Kinder dieser Welt. Ich glaube, wenn man, ich finde diesen Begriff Transzendenzbedürfnis irgendwie ganz schrecklich, das gehört irgendwie gar nicht zusammen, sondern es ist die Sehnsucht nach etwas Unaussprechlichem, die in Menschen leben kann. Und ich glaube, die Menschen, die das erleben, als inneren Impuls, als Sehnsucht, als Frage, das sind die Menschen, von denen Jakob Böhme sagt, in ihnen lebt das Himmelsbild. Da gibt es eine Ich-Instanz oder ein Ich-Ideal oder überhaupt eine Art von Ideal, einen Attraktor im Unsichtbaren, der die Menschen bewegt, der sie auch dazu bringt, sich nicht einfach so hinzunehmen, wie sie sind, sondern sich auch kritisch zu betrachten, sich selber, welche Möglichkeiten hat man. Das sind Menschen sozusagen, an denen man dann auch im Laufe ihrer Jahre erkennen kann, dass sie auf eine innerliche Art und Weise lebendig geworden sind. Also dass das, die Lebendigkeit sich nicht nur im Denken abspielt oder in ihrem beruflichen Leben, sondern dass da eine Art von Feuer brennt oder eine Art von Quelle quillt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, diese Empfindung nicht haben. Die im Zauber der Welt, also in der Wirklichkeit des Alltags, in der Wirklichkeit ihres Lebens, ihrer Arbeit, ihrer Familie, ihrer Erfahrung vollkommen aufgehen und keine darüber hinausgehenden Fragen stellen. Sondern es gibt auch diesen, der schöne Satz von Goethe, den man da immer als Schild nehmen kann, ist das Unerforschliche ruhig verehren. Dabei kann man es irgendwie auch belassen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die das tun, die auch das, was man nennen könnte, eine geistige Sehnsucht, nicht verspüren. Das muss man, glaube ich, ganz klar sehen. Es gibt einen Gedanken von Novalis, der auch dahin gehört, der sagt, die eigentliche Klassengesellschaft bezieht sich gar nicht auf materiellen Besitz, sondern auf die Empfindungskraft des Menschen. Es gibt Menschen, die haben große Empfindungskraft. Das heißt, das Leben sagt ihnen viel, die Erfahrung, die sie machen. Und es gibt Menschen, die haben wenig bis gar keine Empfindungskraft. Das erlebt man ja im Alltag. Also das heißt, wir treten ja in sehr vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen irgendwie auf miteinander und wir sind uns ja alle zur Anschauung gegeben. Das heißt, man darf hingucken, nur wie es im Buch der Väter von den Juden heißt, nicht hineinschielen in einen Menschen und nicht aus sich herausschielen, was ich eine sehr schöne Formulierung finde. Aber wir sind uns zur Anschauung gegeben. Und wenn man hinguckt, merkt man, Transzendenzbedürfnis, das betrifft ganz bestimmte Menschen. Und andere Menschen betrifft es einfach nicht.
Die verspüren diese Sehnsucht nicht. Die würden ja, also wenn man den auch mal halbwegs gebildeten Menschen, den gibt es ja auch noch hin und wieder, wenn man ihm dann sagen würde, du bist letztlich dem Nihilismus verfallen, würden viele vollkommen ablehnen. Also ist ja nicht so, dass man sich gerne dieses Etikett aufklebt, ich bin Nihilist. Im Gegenteil, das würde doch kein Mensch machen. Die Menschen glauben doch, darüber sind sie hinaus. Also das hat mit ihnen gar nichts zu tun. Aber faktisch sind sie Nihilisten. Nihil ist das Nichts. Und Nihilismus ist eine Haltung, die letztlich auf das Nichts hinausläuft. Im höheren Sinne. Also sozusagen die Transzendenz vollkommen ausklammert und dich zurückwirft auf deine physisch-kreatürliche Menschlichkeit, ohne jede Hoffnung, dass irgendwas mit dir geschieht, was dich irgendwie erlösen könnte oder retten könnte. Du bist verloren. Nihilismus beschreibt den Menschen als ein verlorenes Wesen, auch bei Albert Camus zum Beispiel, nicht? 20. Jahrhundert. Mythos von Sisyphos, da bist du ja praktisch, du bist ewig derjenige, der den Stein hochrollen lässt und der doch immer wieder runterrollt. Ne? Also du kannst nichts machen. Das ist ja auch letztlich nihilistisch. Und Camus sagt ja, du musst trotzdem moralisch einwandfrei handeln. Obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, es gibt keine Transzendenz und trotzdem musst du so tun, als ob es sie gäbe. Und da bist du natürlich dann bei Kant auch wieder Kritik der praktischen Vernunft, dem Postulat. Du kannst zwar Gott nicht beweisen, aber du sollst dich so verhandeln, als ob es ihn gäbe. So handeln, als ob es ihn gäbe. Natürlich auch absurd im Grunde genommen, aber so ist es doch. Und letztlich wird dem Menschen das ja auch zugemutet, ne? Du weißt zwar gar nicht, ob das alles stimmt, das Spirituelle und so weiter und das Transzendente, aber du sollst dich doch so moralisch anständig verhalten. In dem Sinne, und die ganze Strafjustiz basiert ja erstmal auf diesen Dingen, sind alles Lehrformeln geworden, mittlerweile, wie wir wissen. Aber das ist ja letztlich die Basis, ursprünglich mal gewesen. Also wir leben in einer nihilistischen Epoche, da ist nichts dran rumzudrehen, obwohl die meisten das ablehnen würden, wenn man ihnen das sagt. Aber ich denke, es ist eine pure Realität. Satz, der Nihilismus ist ein Glücksgefühl. Ich weiß nicht, von wem der kommt. Ich glaube, er kommt von Nietzsche oder möglicherweise von Gottfried Benn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn man den Nihilismus unserer Epoche betrachtet, der hat natürlich eine Vorgeschichte. Also Nietzsches Tod Gottes und der Nihilismus als Freiheitsbegriff bezieht sich ja auf eine Kultur und eine Gesellschaft, die durch und durch korrupt, verfault, verfälscht, verlogen war. Das heißt, der Nihilismus in seiner Entstehungsphase im 19. Jahrhundert, der ganz bestimmt gibt es eine Vorgeschichte des Nihilismus, die mir nicht geläufig ist, ich beziehe mich jetzt mal auf das, war ja ein Befreiungsakt, nicht mehr zu glauben an die falschen Autoritäten, nicht mehr einzutreten für die ganzen verlogenen Ideale, die Menschen vorgehalten werden. Also auch die Vorstellung, Gott ist tot, bezieht sich ja darauf, dass die Vorstellung von Gott
ist tot. Das heißt, die Vorstellung von Gott, die wir hatten, die das Christentum dem Abendland beschert hat, entspricht offenbar nicht der Wirklichkeit, die ist obsolet geworden. Es gibt diesen schönen Satz von Simone Weil, der französischen Philosophin, der sich auf die andere Seite des Nihilismus bezieht, auf den Atheismus, wo sie sagt, der Atheismus ist die notwendige Reinigung von falschen Gottesbildern. Und das gilt, glaube ich, auch für unsere gegenwärtige Situation. Also die Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit des Daseins ist für viele Menschen, glaube ich, ein wirkliches Problem. Dass sie austragen, entweder bewusst, reflektorisch, nachdenkend, im Diskurs mit anderen, oder in Form von Leiden, in Form von Krankheiten, in Form von Verlust der Lebensfreude. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir eben Kinder einer zutiefst materialistischen, außenorientierten Epoche sind. Ich habe schon erwähnt, sozusagen die in meinen Augen eklatante Dummheit unserer Zivilisation, was wesentliche Fragen des Menschseins angeht. Und der Nihilismus der Gegenwart ist ja auch kein Dauerzustand, sondern Endzustand, sondern es ist ja auch eine Herausforderung an den Menschen. Wie lange macht ein einzelnes Individuum das nihilistische, rein geldorientierte Spiel denn mit? Es gibt zahllose Lebensläufe, wenn man ins Gespräch mit Menschen gerät, die sagen, diese Sinnlehre, also auch im Beruf, im Büro, dieses Machen für etwas, von dem man eigentlich nicht überzeugt ist, hat mich dazu gebracht, einen anderen Weg zu suchen. Weil ich lebe einmal in dieser Form, ich will doch ein Leben leben, für das ich mich nicht schämen muss. Also ich glaube, die Antwort auf den nihilistischen Allgemeinzustand ist eine höchst individuelle Antwort. Wie überhaupt alle wesentlichen Bewegungen immer individuelle Bewegungen sind. Das Glück der Menschheit gibt es nicht. Es gibt das Glück des Einzelnen. Wenn viele Menschen in einer Gesellschaft glücklich sind, kann man sagen, das wird die Gesellschaft auch merken, das wird einen Einfluss haben, aber es gibt sozusagen kein kollektives Glück, was man erzeugen kann. Die Herausforderung, in dieser Art von Wirklichkeit zu existieren, zu leben, sich bewegen zu müssen, die Notwendigkeiten erfüllen zu müssen, ist höchst individuell. Und die Antworten sind auch höchst individuell. Es gibt im Sufismus bei Fahreddin Attar in seinem wunderbaren Epos Die Konferenz der Vögel, das ist eine Reise durch sieben Täler. Es gibt ein Tal, das heißt das Tal der Erkenntnis. Und da lautet es, das Tal der Erkenntnis hat weder Anfang noch Ende. Es gibt so viele Wege, wie es Wanderer gibt. Und kein Vogel kennt die geheime Flugbahn eines anderen. Wir sind nicht nur rational. Wir tragen zur Ratio auch die Emotio in unserem Herzen. Es ist eine ständige Spannung zwischen Kopf und Gefühl. Als Menschen müssten wir beides miteinander verbinden, aber das genau geschieht nicht im Raum der Naturwissenschaften. Wenn wir Gefühle nicht mehr als Evidenzen heranlassen, um bestimmte Dinge nicht zu tun, oder zulassen als Motiv, bestimmte Dinge doch zu tun, geraten wir in unserer Existenz aus den Fugen. Und dann wird die Naturwissenschaft selber in ihrer Vereinseitigung höchst gefährlich für uns selber. Geschaffen von Menschen werden wir als Menschen uns selber zur Gefahr. Nicht nur im Machtkampf gegeneinander, sondern in der Zerspaltenheit unserer Existenz. Beispielsweise, wir haben Angst. Und dann betteln wir die Naturwissenschaften um Hilfe an und fordern die schlimmsten Bomben, die sie entwickeln können. Wir haben Angst, dass wir sterben könnten. Dann bitten wir die Ärzte, dass sie irgendwas erfinden, naturwissenschaftlich, das uns das Leben verlängern könnte. Da sind Gefühle im Spiel, die als Auftragsvergabe für die naturwissenschaftliche Forschung und die Nutzung ihrer Ergebnisse eingesetzt werden. Das andere kann doch aber auch der Fall sein. Wir sehen, wie zum Beispiel Tiere ausgebeutet werden in der Massentierhaltung, der industrialisierten Landwirtschaft, wie man Bedingungen schafft, um die Gesetze unserer Ökonomie im Kapitalismus zur restlosen Produktivität lebender Wesen zu missbrauchen. Das Gefühl wehrt sich dagegen instinktiv. Wir sehen eine Batterie von buchstäblich 60.000, 100.000 Hühnern, Legehennen, die vor Ostern produzieren wollen. Oder von Tieren, die geschlachtet werden sollen, weil St. Martin oder Weihnachten ist, bei Gänsen. Das Gefühl wehrt sich dagegen.
Aber jetzt müsste es wirksam werden gegen die Wirtschaft, den Machtanspruch der Politik und die Forschungseinsätze der Naturwissenschaften, die auferlegt werden von ganz anderen Interessen. Und dieser Mechanismus wird völlig ausgeschaltet gesellschaftlich. Das gilt als Kinderei, als zu emotional, als sentimental. Es hat keinen argumentativen Wert. Das heißt, die Hälfte unserer menschlichen Existenz, mal grob gesagt, wahrscheinlich sind sogar drei Viertel, das uns Leitende, unser eigenes Herz, unser Gewissen, unsere Gefühle spielen überhaupt keine Rolle mehr bei der Weltgestaltung. Das ist nicht nur gefährlich, es ist ein Zustand, der selber in der Zerrissenheit zu dem macht, wovon wir gerade sprachen. Wir werden keine Götter, wir sind auch keine Engel, allenfalls gefallene Engel, die man die Teufel nennt. Diese Erde verwandeln wir in eine Hölle, in der wir dauernd bestrebt sind, die Probleme, die wir uns selber schaffen, mit den gleichen Mitteln ihrer Entstehung niederzuringen. Aus diesen Widersprüchen müssen wir heraus und ein Problem ist, es wird nicht erkannt. Wenn wir psychiatrisch sprechen wollten, leben wir in einem System, das selber Züge des organisierten Irrsinns an sich trägt. Einer blühenden Paranoia. Überall sehen wir Gefahren. Zwischen den Staaten, zwischen den Menschen, zwischen Mensch und Natur. Dauernd sind wir bedroht und im Kampfmodus müssen wir uns dagegen wehren. Angstlösung durch Angstverbreitung, Ohnmachtsgefühle durch erhöhte Machtansprüche. Wenn das heißt Transhumanismus, wir müssen werden wie Gott, sind wir buchstäblich im Irrsinn. Wieso das passiert ist? Naja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass auch die, das ist eben die Suggestivität des sogenannten Fortschritts, Flugzeuge, Eisenbahnen, der Kühlschrank und was nicht alles, dass dieser Faszination konnten sich eben viele nicht entziehen. Aber ich meine, einige haben sich eben trotzdem entzogen. Aber das muss man einfach dazu sagen. Das ist, der Abendländer hat eine solche Suggestivität entwickelt, dass der den ganzen Globus da beeinflusst hat. Und die wollten dann auch nicht draußen bleiben, weil sie dann dachten, sie wären völlig sozusagen auch von den Abendländern total beherrscht und versklavt geradezu. Man musste gegen, auch heute in China ist doch genauso, dieses sozusagen die Aufrüstung und so weiter, auch Atombomben, man muss sich auch schützen, auch gegen den Abendländer. Nicht? Das ist viele, es gibt ja viele, sicherlich auch in diesen Völkern, die das total ablehnen. Aber was sollen sie denn machen? Ich meine, man muss sich auch ganz realistisch vorstellen, du lebst in so einem Land oder was willst du machen? Du kannst ja nicht Laozi oder Kongzi und so weiter, das sind wunderbare spirituelle Geister, aber nach ihnen vollständig zu leben in dieser modernen, technisierten Welt ist kaum möglich. Oder man muss alles uminterpretieren. Das ist sehr schwierig. Also da kann man das zum Vorwurf erheben. Ich weiß es nicht. Aber was sollen sie machen? Es hat Ansätze gegeben. Ich kann noch Ansätze noch nennen, noch andere. Die hat es natürlich gegeben. Und aber sind die erfolgversprechend jetzt im globalen Sinne? Nicht? Heißt das nicht auch eine Abkoppelung
die sie noch mehr in die Abhängigkeit peitscht. Das ist ja auch, ne, wenn du dich total abkoppelst, kannst du machen, aber dann bist du völlig versklavt. Weil die anderen haben ihre Computer, die anderen haben ihre Raketen. Na, die haben das alles und du hast es nicht. Da bist du ganz erledigt. Da kannst du nicht nur auf das Spirituelle vertrauen. Das kann man natürlich machen, aber das wird nicht helfen. Zumal ja auch heute in der Spiritualität, sagen wir mal, das wissen wir ja alle, High Spirit und High Tech gehen ja oft zusammen. Auch im Silicon Valley sind ja viele auch, die haben, sind zum Teil Buddhisten, sie machen tantrische Meditation und sie sind ganz flott drauf, ja, oft genug. Es ist ja nicht so, dass das, es ist ja heute ganz anders. Nicht? Also haben auch, finden auch vieles ganz toll, was so die, sagen wir mal, alternativen Kulturen darbieten und so weiter. Und trotzdem sind die knallharte Denker und Materialisten und Macher richtig in der Richtung. Also das kann man denen nicht unbedingt nur übel nehmen. Aber es ist so, es ist nicht die stärkste Kraft. Denn die stärkste Kraft auf diesem Planeten in der physisch-sinnlichen Welt ist der megatechnische Pharao. Das ist die Mathematik, das ist das Geldsystem. Da kann keiner was gegen machen. Niemand. Das Geldsystem ist, das ist dann der megatechnische Pharao, der hat alles im Griff. Das, eine Revolution dagegen ist mit normalen Mitteln unmöglich. Das geht gar nicht. Es sei denn, es gibt bestimmte Katastrophen, Apokalypsen, kleinere Apokalypsen. Dann könnten die Menschen irgendwie aufwachen. Vielleicht könnten sie irgendwie ein anderes Bewusstsein gewinnen, dass sie ja nach Kriegen zum Teil auch sagen, nie wieder und so weiter. Und ein paar Jahrzehnte später sind sie munter wieder dabei, marschieren sie wieder. Das ist ja so, dass es kurzzeitig, das Gedächtnis ist kurz der Menschen. Was will denn der Transhumanismus? Der Transhumanismus will den Menschen als eine Maschine sehen. Und natürlich sind alle Maschinen verbesserungswürdig und können weiterentwickelt werden. Aber was ist denn mit dem Wesen des Menschen? Was ist denn mit seinem Geist? Wenn ich mir vorstelle, die Ingenieure, die da am Werke sind, also Ray Kurzweil zum Beispiel, der große Promoter, oder Leute wie Elon Musk, das sind Ingenieure. Die denken auch wie Ingenieure. Und von deren Perspektive aus sozusagen das Bewusstsein eines Menschen dann mit Neuralinks auf eine Festplatte herunterzuladen, ist doch ingenieursmäßig vorstellbar, ne? Den Gedanken. Wenn man sich die Wirklichkeit des Menschen anguckt, das ist absurd, das ist lächerlich. Also das Bewusstsein eines Menschen ist ja nicht irgendein Gedanke, den er hat, sondern es ist ein Kosmos, ein Meer von Wahrnehmung, Denkbewegung, Empfindungskraft, Gefühl, Erinnerung, und zwar in jedem Moment. Das heißt, das, was wir mit dem einfachen Wort Bewusstsein bezeichnen, ist eine ungeheuer komplexe Anwesenheit. Und da schießt der ganze Transhumanismus aber ganz wesentlich, fundamental zu kurz. Also das ist Unsinn, das ist albern, könnte man sagen, diese Vorstellung von Menschen. Und das alles, das, was ich gedanklich an diese Vorstellung von Menschen hängt. Also wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt anfangen wollen, den Menschen kybernetisch zu verbessern. Ja klar, das kann man machen. Das wird für die Menschen, mit denen das passiert, auch bestimmte Folgen haben, die ihre Existenz betreffen. Und da kommt mir Thema in den Sinn. Ich glaube, dass das, was da angestrebt wird, das wird ja großmundig verkündet als die Verschmelzung von Mensch und Maschine, das ist ein fundamentaler Angriff gegen den Menschen überhaupt. Weil wir sind, man könnte sagen, eine Kombination von sehr, sehr unterschiedlichen Wahrnehmungsfähigkeiten. Jeder Mensch. Es ist nicht nur die sinnliche Wahrnehmung, also fünf Sinne, sondern wir haben noch ganz andere Erkenntnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten, die ganze Zeit eine Rolle spielen. Die Empfindungskraft zum Beispiel für den anderen. Also das sogenannte Gefühl, was man für Menschen hat, das sind ja alles unwägbare, fließende, nicht festzumachende, lebendige Ereignisse in einem Menschen. Alles dieses, also die Lebenswirklichkeit des Menschen, das hat in der transhumanistischen Ideologie überhaupt keinen Platz. Also darüber wird gar nicht nachgedacht, sondern dieser eigentlich sehr kluge, kalte, berechnende Blick, der sich jetzt darauf richtet, wäre das nicht sinnvoll, zum Beispiel im Körper so eine Instanz einzubauen, kybernetisch,
die einfach über den Blutdruck, Blutzuckerspiegel und so weiter Auskunft gibt, was es mit dem Verdauungstrakt und so. Ne? Und das wird dann irgendwie gleichzeitig auch noch kontrolliert. Das ist natürlich auch wieder so ein mechanistischer Ingenieursgedanke. Das ist natürlich alles möglich, sowas zu machen. Ich weiß bloß nicht, was dabei rauskommen soll. Also was das für Menschenleben werden. Es ist ja auch die Rede zum Beispiel, dass diejenigen, die diese, da muss ich noch den Gedanken der Evolution noch weiter ausspinnen, die Menschen, die diesen evolutionären Weg einschlagen wollen, also Verschmelzung mit der Maschine, dass die sozusagen eine Art von Überrasse bilden werden. Die sind einfach besser als der Rest der Menschheit. Die sind schneller, klüger, zielgerichteter, fokussierter, leistungsfähiger und so weiter und so weiter. Und die Menschen, so wie sie jetzt sind, bleiben weit zurück hinter dem, was da erreicht werden kann. Also ich zweifle das an. Also ich glaube sowieso nicht, dass es mit diesem ganzen Unternehmen sehr weit kommen wird, weil die Welt ist ein geistiges Ding, wie Lao Tse sagt. Wer handelt, verdirbt sie. Wer mit ihr umgehen will, verliert sie. Und das ist das große Bestreben, was wir jetzt sehen. Das wirklich Gefährliche ist, es steckt so ungeheuer viel Geld hinter dieser Weltanschauung und der ganzen Promotion. Zum Beispiel auch die ganze Gender-Diskussion. Also das plötzliche Fließendwerden der Geschlechter. Also plötzlich ist nicht mehr die Urpolarität des Seins, männlich-weiblich, ist plötzlich nicht mehr gegeben. Für mich ist das als so ein bisschen so eine Art von fundamentaler Erschütterung, auch im Denken unserer Zivilisation. Also als das losging, als ich merkte, so jetzt die Geschlechter lösen sich auf und verschwimmen, dachte ich sozusagen jetzt die Grundfesten sozusagen überhaupt unseres Menschseins und Denkens in dieser Zivilisation geraten ins Wanken. Aber wenn wir jetzt so weiterdenken, in der Natur gibt es offenbar Fehler, Abschreibefehler bei der Kopierung des Genoms. Erbfehler. In der Anlage schon, ehe noch ein Mensch sich entwickelt als Embryo im Mutterleib, bevor er noch zur Welt kommt, trägt er Genschäden in sich, die sich als Krankheiten auswirken können. Wenn wir das wissen, können wir nicht darüber nachdenken, wie wir das korrigieren, wie wir das verhindern, wie wir mit der Genschere mit Mal das Genom so manipulieren, dass bestimmte Fehler nicht auftauchen. Dann sind wir dicht dabei, der Schöpfer unserer selbst zu werden. Und wäre das nicht das Programm des 21. Jahrhunderts, das wird tatsächlich behauptet, wir müssen uns eine Welt erschaffen, in der es keinen Tod mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, in der wir die Natur so weit kennen, dass wir ihre Schadensmechanismen selber ausschalten können. Und dann sind wir wie Gott. Wir schaffen uns selber die Bedingungen, unter denen wir hervorgehen möchten und können. Nichts mehr ist unwandelbar, es ist in unsere eigene Hand gegeben. Und die Bedingung ist, wir erkennen die Zusammenhänge der Natur so genau, dass wir sie manipulieren können. Wohlgemerkt passiert das alles durch Ausklammerung von allem, was wir bis dahin menschliche Existenz genannt haben. Es gibt keine Sinnfragen mehr, keine existenzielle Problemstellung mehr. Es gibt keine Notwendigkeit, an religiöse Hypothesen sich festzuhalten. Man braucht keinen Gott, keinen Glauben an Unsterblichkeit. Man hat nur noch das sinnlich Wahrnehmbare, den reinen Materialismus, den Reduktionismus im Erklärungsprozess. Das Höhere, Komplexere muss zurückgeführt werden auf die unteren Ebenen. Und man hat die Instrumentalisierung des Wissens in einen Pragmatismus, der es nutzen möchte für bestimmte Ziele. Aber welche sollen die jetzt sein? Neue Gefahren. Wir treiben ja heute nicht einfach mehr Naturwissenschaften wie die alten Griechen oder wie im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert in den Tagen von Kepler und Galilei, dass wir sehen, wie man Glas so schleifen könnte, dass daraus eine Linse wird oder ein Fernrohr entstehen könnte. Wir haben heute einen hohen Kapitaleinsatz nötig, um wissenschaftliche Ergebnisse hervorzubringen und bestätigen zu können. Genforschung ist ja nicht mehr die Leistung eines Einzelnen. Wir brauchen ein Pharmalabor, das gewaltige Summen vorstreckt, damit geforscht wird. Bei den Physikern, die sich für Higgs-Felder interessieren, die am Kern arbeiten, werden Milliardensummen gebraucht, um physikalische Theorien nachprüfen zu können.
Und bei all dem will man natürlich nicht nur Geld ausgeben, man will vor allem Geld einnehmen. Das hatten wir vor kurzem in Corona. Die Stadt Mainz ist glücklich, dass BioNTech sich da angesiedelt hat. Das sind gewaltige Summen. BioNTech hat unter dem Diktat des Gesundheitsministeriums in den Händen von Herrn Lauterbach eigentlich zwangsweise die Impfung gegen Corona durchgesetzt. Und dann verdient natürlich die Firma, die den entsprechenden Impfstoff produziert hat. Das ist ein Kreislauf jetzt ganz neuer Art. Was man entdecken will, ist nicht mehr einfach die Neugier des Forschers, der die Zusammenhänge der Natur rational begreifen möchte. Das soll er noch. Aber sein Auftraggeber hat das Ziel, dass die Ergebnisse dahin führen, dass das vorgeschossene Kapital retourniert. Und zwar in vermehrtem Zustand. Es muss sich nicht nur gelohnt haben, es muss mehr dabei herumgekommen sein, als vorgestreckt wurde. Deswegen wird die Fragestellung an die Naturwissenschaften eigentlich nicht mehr nur aus der Selbstbewegung des Denkens entwickelt, sondern aus den Vorgaben der Ökonomie. Was bringt uns Geld ein? Und noch weiter im Hintergrund haben wir den Machtanspruch, der sich politisch vermittelt. Wir gewinnen durch die Erkenntnisse im Raume der Natur Macht über die Natur, das haben wir gerade beschrieben. Je besser wir ihre Mechanik kausal erklären können, können wir sie manipulieren und handhaben. Wissen ist Macht. Dieser alte Satz gilt bis heute praktisch. Aber dahinter steht auch die politische Macht in Form der Geldgeber, der Banken, der Milliardäre. Die können bestimmen, was gemacht werden soll mit ihrer Macht. Und dann sind wir in einem Zeitalter, in dem Machtkämpfe um den ganzen Globus herumgetragen werden. Jetzt brauchen wir eine Wissenschaft, die den Machthabern ihre Macht behalten lässt oder sogar vergrößern lässt. Also das heißt, wir stehen einer Maschinerie gegenüber. Das sind sehr kluge Leute, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Es sind Naturwissenschaftler, es sind Ingenieure, es sind Soziologen, es sind Kybernetiker, es sind Ärzte, es sind Pharmakologen. Und die haben was vor. Zum Beispiel bei Corona konnte man beobachten, die größte Umverteilung von Reichtum von unten nach oben, die es in der Geschichte der Menschen gegeben hat. Das ist das nackte Faktum der Pandemie, was passiert ist. Das soll, und das sagen die Leute auch ganz offen, doch bitte so weitergehen, also von Seiten der Unternehmer. Das heißt, wir beobachten in diesem Zusammenhang eine Verschmelzung, die politischen Charakter hat. Diese Weltanschauung nimmt eine politische Form an, sozusagen die Verschmelzung von Regierungen und großen Korporationen. Und diese Verbindung, die hat in der Begriffsgeschichte einen ganz bestimmten Namen. Also die Formulierung zum Beispiel, die Verschmelzung von Regierungen und Korporationen, kommt von Benito Mussolini. Das ist die Definition des Faschismus. Also was wir jetzt Public-Private Partnership nennen. Das ist das moderne Gesicht des Faschismus. Dass Kapitalinteressen, also Profit- und Geschäftsinteressen, sich in die Politik einbringen und die Politik mitgestalten. Das ist der Status quo, also da sind wir angekommen. Cognitive Warfare, es ist, das läuft heute. Das heißt, das Schönste für den Machthaber ist, wenn er den Untertanen auch innen packen kann. Wenn er ihn nicht nur außen packen kann, ich sperre ihn ein oder ich zwinge ihm was auf, sondern innen sozusagen, am besten sogar, indem man etwas in ihn implantiert, wo er sich gar nicht gegen wehren kann. Ja, also sozusagen, das ist das Satanische schlechthin, kann man sagen. Ich implantiere in den vorprogrammierte Dinge, die er in sich aufnehmen muss. Und wenn er sie in sich hat, dann ist er ein anderer. Dann ist er gar nicht mehr der Mensch, den man sonst kennt. Der Mensch ist irgendwie dahin. Der Mensch wird ausgelöscht. Da ist ein Wesen, was auch Bewusstsein noch hat und so, aber es ist ein ganz anderes Bewusstsein. Es implementiert ein anderes Bewusstsein über ein Implantat in dem Menschen. Das wird ja gemacht und zum Teil ist es. Es gibt es ja, dass man pure Gedanken, die bewegen dann die Materie, so hört sich so spirituell an oder spiritistisch geradezu. Und, aber es ist, das ist Cognitive Warfare, also die. Es gibt einen Krieg gegen den Menschen, einen Krieg gegen die eigentliche Substanz des Menschen. Und der muss
Und das kann man durch eine ganz subtile Propaganda und durch Technik, wie man auch Psychotechniken, das hat man ja früher auch gemacht, du kannst Gefangene unter Drogen setzen und kannst sie oder kannst ihn ständig irgendeinem Geräuschen aussetzen. Ein ständiger Lärm oder du ständig redet einer auf dich ein oder du hast einen Entzug von Sinneswahrnehmungen, weil du in der Einsamkeit bist oder in der Zelle und du siehst und hörst gar nichts. Und all diese Dinge, das kann einen Menschen völlig ruinieren und vollkommen umbauen. Und dann kommen noch dazu sozusagen technische Drogen, die werden dir dann implementiert und das wird noch als heil verkauft, nicht als großartig verkauft. Und der Mensch ist dann eigentlich, das meine ich ja am Anfang, habe ich ja schon gesagt, ein Auslaufmodell. Denn was soll denn der Mensch da noch sein? Und der Mensch soll dann angeschlossen werden an eine Superintelligenz, nicht? So eine Superintelligenz, die ihm weit übersteigt. So wird es ja gesagt, ne? Du, da kommst du nie ran. Du bist ja doch nur sehr begrenzt, denkt man. Ne? So wird es ja auch gesagt. Aber wenn du dich da anschließt an die Superintelligenz über die Technik, und das müssen wir dir eine kleine Hilfe geben, dass du da anschließen kannst, dann müssen wir dir halt was einpflanzen. Dann hast du auch Zugang dazu. Dann bist du selber ein Stück weit ein Halbgott oder Gott oder kannst das alles auch mitvollziehen. Faktisch bist du ein Sklave, aber das wird ja nicht hin, so wird es ja nicht hingestellt. Es wird dir eine Verheißung ausgesprochen. Du kannst auch auf diese hohe Bewusstseinsebene kommen durch diese Implantate. Du kannst Anschluss haben an die künstliche Intelligenz, an die Schwarmintelligenz, diese maschinelle Schwarmintelligenz. Und dann bist du nicht mehr der gleiche wie vorher, aber du. Deine alte Identität ist weg, aber du hast einen Zugang. Du hast sozusagen, bist ständig irgendwie in allen Facetten des Menschseins oder der Wirklichkeit, hast da Zugang. Mehr als es je hast als Mensch, als normaler Mensch. Die Verheißung, du wirst zum Übermenschen praktisch. Ne? Das ist ja dann so. Du bist dann eigentlich, du hast das normale Menschsein eigentlich zu den Akten gelegt. Du bist nicht mehr die du bist. Du bist nicht mehr der du bist. Du bist ein anderer. Und der andere ist vielleicht überhaupt gar keine Individualität mehr in dem Sinne, wie wir den Menschen verstehen, sondern er ist einfach ein eigenartiges Zwitterwesen geworden. Ist ja auch, es hat ja nichts Menschliches mehr, in unserem Sinne nichts Menschliches mehr. Bei der Vorgehensweise der Transhumanisten,
Also ausgehend von der These, sozusagen die nächste Stufe der menschlichen Evolution ist die Verschmelzung von Mensch-Maschine, gibt es einen Punkt, den ich besonders interessant finde. Weil unter den vielen Erkenntnisgaben, die Menschen haben, ist eine für mich eminent. Und das ist die Fähigkeit der Empfindung, die ja sehr schwer zu orten ist, wenn man mal fragt, was ist Empfindung überhaupt? Es ist eine Art von Wahrnehmungsorgan, es ist ein Sensor, der mehr oder weniger ausgebildet ist, also in Menschen, und der, könnte man sagen, eine sehr subtile Kraft der Erkenntnis ist, die sehr, sehr viel zu tun hat auch mit Körperlichem. Also wenn ein Mensch zum Beispiel berührt wird vom großen und überaus heiligen Geist, ist das kein Gedanke, den er denkt, sondern es ist eine Empfindung, die ganz körperlich ist. Das ist ein Durchströmtwerden von einer Kraft, deren Andersartigkeit auch in dem Moment, wo sie eintritt, sofort erkannt wird. Und dieses Postulat der Verschmelzung mit der Maschine betrifft diese Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Weil was ohne Zweifel geschwächt wird, und zwar entscheidend geschwächt wird, in dem Moment, wenn ein Mensch anfängt, sich kybernetisch zu verbessern, ist genau diese Kraft, die Empfindungskraft. Er ist nämlich dann sozusagen permanent unter Einfluss und gerichtet in bestimmte Vektoren, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aufgaben. Die Energie, die Kraft, die Ausbildung sozusagen zu empfinden, was denn in seiner eigenen inneren Welt vor sich geht, die geht verloren, ohne Zweifel. Und deswegen halte ich das, was da weltanschaulich auf uns zukommt, propagandistisch auf uns zukommt, was sich sogar in unsere Sprache bereits einmengt im Zusammenhang mit der Gender-Diskussion, tatsächlich für einen fundamentalen Angriff auf den Menschen, und zwar auf den geistigen Menschen. Es ist ja schon heute so, dass man über dem Getose der Gegenwart sehr oft wie betäubt ist, fast empfindungsarm. Wir kennen alle diese Momente. Ganz besonders das Leben in Metropolen, in Großstädten bringt das mit sich. Also auch wenn ich mir die Menschen auf der Straße betrachte, die meisten sind nervlich extrem belastet. Und das spielt alles eine Rolle im Zusammenhang mit dem, was jetzt von wissenschaftlich-kybernetisch-unternehmerischer Seite auf den Menschen losgelassen wird. Also das, was die sich vorstellen, ist, glaube ich, wirklich so eine Art von Robot. Und das ist unwürdig, das ist albern. Eine Verschärfung, eine Zuspitzung, ein größenwahnsinniges Projekt, was auch viele in der Bevölkerung ja gar nicht akzeptieren. Es ist ja nicht so, dass nur die Mehrheit der Bevölkerung das ganz toll findet. Überhaupt nicht. Aber es gibt doch eine Anzahl von nicht nur Intellektuellen, die das irgendwie spannend findet, die das irgendwie interessant findet, dass sowas möglich ist. Ne? Und da ist ja schon viel passiert in der Richtung. Obwohl weniger als viele vielleicht denken. Also es ist nicht viele denken, das ist schon ganz weit und alles schon fertig. So ist es nicht. Auch die KI ist in gewisser Weise viel unzulänglicher, also künstliche Intelligenz, als viele denken. So ist es nun auch nicht. Dass der künstliche Mensch aus der Retorte herausspringt und dass alles sozusagen in Ordnung ist. So ist es nicht. Aber es ist ein Projekt, das uns allen ständig begegnet. Und uns wird nahegebracht, wir als physisch-sinnliche Wesen sind eigentlich ein Auslaufmodell, um das nochmal zu sagen. Mit uns ist es nicht weit her. Also nicht, dass wir können es außerdem besser, die Maschine, die kann es dann besser. Auch Schwarmintelligenz, die wird dann gebündelt. Und so weiter, und dann künstliche Intelligenz und so weiter. Und das Ganze ist dann ein eigenartiges Projekt. Denn der Mensch in seiner physischen Leiblichkeit ist ja nicht, den kann man nicht einfach wegwischen oder einfach ausklicken. So geht es nun auch nicht. Aber dass man ernsthaft sowas denkt, ist schon eigenartig, ja, eigentlich. Desaströs, eigentlich fatal, dass der menschliche Geist in diese Richtung überhaupt denkt. Nicht? Aber es ist alt, das hat schon wenn ich das kurz nochmal sagen darf, es gab schon in den vor Jahrzehnten einen Quantenphysiker, Frank Tipler, der hat auch schon gedacht, die Physik der Unsterblichkeit. Der glaubt, er kann die Unsterblichkeit beweisen mit Hilfe der Quantenphysik, was ein purer Albtraum ist und viel ja Irrsinn. Aber es war damals über Monate hinweg ein Bestseller. Auch die spirituellen Geister fanden das toll, waren begeistert davon. Jetzt beweist die Physik, dass Unsterblichkeit möglich ist.
Und dann kommt der gröbste Unfug der Transhumanisten. Wir können ja unser Gehirn kopieren. Die Seele, haben wir gerade gehört, bei den Neurologen für 12-Jährige im Schulunterricht spielt keine Rolle. Es gibt sie gar nicht. Es ist ein Phantom unserer neuronalen Maschinerie. Aber wenn wir die kopieren könnten, ins Internet stellen könnten, dann hätten wir doch Unsterblichkeit. Das wird uns allen Ernstes versprochen als Zukunftsaussicht. Und man kann nur sagen, es ist die äußerste Form der Entfremdung. Selbst wenn das möglich wäre, wozu alle Zweifel erlaubt sind, wäre ja das, was wir gerade denken, nicht das, was wir immer schon gedacht hätten und wirklich sein wollten. Es ist ein kleiner Zeitausschnitt dessen, was sich bewegt. Es ist nie das Endgültige. Was wir meinen mit Auferstehung ist, wir reiften in Gottes Händen, in seine Liebe hinein und das ginge in Ewigkeit weiter. Die digitale Operation der Verewigung im Internet ist genau das Gegenteil. Sie schreibt einen momentanen Zustand fest und hält den als Ewigkeit. Für wen eigentlich? Zur Illusionsbehauptung, das wären wir gewesen, fest. Sie lügt. Im Anspruch, in der Durchführung, in der Fortsetzung. Wir sollten diesen Unfug nicht glauben. Er setzt uns einen Gott, den wir dringend brauchen, damit wir selbst als Menschen in unseren Schwachheiten unersetzlich würden. In der Liebe entdecken wir genau das. Aber dann brauchen wir einen Gott, der uns so leben lässt. Schaffen wir ihn ab, sprechen wir nihilistisch. Es kann ihn gar nicht geben, es gibt nur uns selber. Rekurrieren wir auf die Grundsätze der Naturwissenschaft. Es gibt nur, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, mit der Ratio erkennen können, gesetzmäßig festlegen, kausalistisch ableiten, reduktiv zurückführen auf die zugrunde liegenden Ursachen und instrumentalisieren für die Ökonomie und das Militär. Leben wir in einer Welt, die die lebendige Hölle ist, ein Irrenhaus. Und alles, was wir tun können, ist dieser Tatsache bewusst zu werden und diejenigen, die es noch nicht so gesehen haben, ins Bewusstsein zu bringen, dass es sich so verhält. Eine Angst, die grenzenlos ist und sich nicht mehr als solche wahrnimmt, durch die Tüchtigkeit der eingesetzten Bearbeitungsinstrumente, ist der blühende Wahnsinn. Eine Gummizelle schützt man, indem man sie einkleidet. Die Menschen können so oft mit ihrem Kopf gegen die Wand laufen, wie sie wollen. Das Gummi bewahrt sie davor, dauernd Schäden zu erleiden. Wir haben eine solche Gummizelle nicht einmal. Wir laufen mit vollem Tempo in die Irre und glauben, das als Fortschritt betrachten zu können, als Zukunftsmusik einläuten zu können. Und wo gibt es die begrenzenden Gedanken, Wahrnehmungen, Weisheiten, die in uns selber lägen und die wir als Menschen artikulieren müssten, damit wir Menschen blieben? Statt in die Hölle des Transhumanismus, des Nihilismus, des Materialismus, des Atheismus, wie auf einer Rakete zum Jupiter katapultiert zu werden. Die Kybernetik, die Informationswissenschaften in Verbindung mit den mathematischen Naturwissenschaften und ihrer Betrachtung des Menschen, das ist eine sehr machtvolle Formation, gefördert auch durch sehr machtvolle Geldgeber. Viele Interessen sind damit verknüpft, aber das sind keine Interessen, die mit dem Menschen, so wie der Mensch in Wirklichkeit ist, was zu tun haben. Also insofern kann man sagen, die Weltanschauung ist trivial, man muss darüber nicht viel reden. Die Gefahr besteht darin, dass diese Weltanschauung eben von sehr machtvollen Zentren promotet wird. Und möglicherweise in unsere Gesellschaft, in unser gesellschaftliches Leben Einzug hält in einer Art und Weise. Wir haben ja jetzt erlebt in den letzten Jahren zum Beispiel, dass die Mehrheit der jeweiligen Bevölkerungen eigentlich gewillt ist, dem zu folgen, was man ihnen mitteilt. Also was notwendig ist, verhaltensnotwendig. Die sogenannte Pandemie hat da ja unheimlich viel gezeigt, wie folgsam Menschen eigentlich sind, also die Mehrheit sozusagen der Bevölkerung. Wie willig eigentlich sie das tun, was ihnen vorgeschlagen wird. Und wenn jetzt von Seiten der Transhumanisten zum Beispiel so Verbesserungsvorschläge kommen, nach dem Motto, wir chippen dich jetzt und du wirst dann schneller, du wirst klüger, du brauchst weniger Schlaf, irgendwie so Geschichten, kann ich mir vorstellen, dass das ein Angebot ist, auf das viele Menschen eingehen. Und da kommt dann eben das Business ins Spiel. Die Pharmaindustrie, die Kybernetik, die mathematischen Naturwissenschaften mit ihren Forschungsgeldern, das sind sehr machtvolle Interessen. Und die Gefahr, die darin besteht, ist, wenn man die Sache auf einen Punkt bringt, handelt es sich in dieser Weltanschauung, die anfängt sich durchzusetzen, um einen fundamentalen Angriff auf den Menschen.
und zwar auf den geistigen Menschen. Das ist der Kern der ganzen Angelegenheit. Das ist möglicherweise metaphorisch gesprochen die Schlacht, in der wir uns gerade befinden. Ja, es ist eine, man kann auch sagen, eine Perversion eines metaphysischen, im Grunde transzendenten, spirituellen Erlösungsgedankens oder einer Erlösungssehnsucht, die jetzt plötzlich in die Maschine hineinwandert. Nicht so, jetzt soll es maschinell hergestellt werden. Das ist das Perverse daran. Ich denke oftmals, wenn man die Fiktion ist ja nicht neu, die haben ja schon andere gesagt. Ich stelle mir vor, ein Bewohner eines anderen Gestirns, wo es anders zugeht, ja, menschlicher, weiser, einfach gerechter, wie immer, den setzt man hier einen Tag ab, vielleicht auch eine Woche. Was würde der dann sagen, was ist das Zentrum dieser Menschheit? Worauf würde der hinauslaufen? Sind es die Banken? Ist es das Geld? Ist es die Gier? Ja? Oder was würde er sagen? Sagen wir, ein wirklich intelligenter Außerirdischer, der hier. Wie würde er diese Menschen charakterisieren? Was sind ihre Ziele? Und wie haltbar sind ihre Ziele? Wie fundiert sind ihre Ziele? Wie menschlich und würdig sind ihre Ziele? Er würde ganz schnell auf die zentralen Punkte kommen, dass es hier vor allen Dingen ums Geld geht. Und dass vor allen Dingen ums Ego geht, dass ihnen der Rest vollkommen egal ist. Und auch wenn die Menschen vom Planeten reden, das finde ich immer so grotesk. Der Planet soll gerettet werden. Auf jedem T-Shirt hast du schon den Planeten, auf dem Rucksack steht Save the Planet. Vollkommen leeres Zeug. Also hat überhaupt keine Substanz. Save the Planet ist auf deinem Rucksack. Was soll das sein? Die Leute denken überhaupt, das ist für sie rein abstrakt. Die freuen sich, dass Tag und Nacht wechseln, dass das immer noch nicht gestört ist. Aber in der letzten Tiefe interessiert sie der Planet überhaupt nicht. Ist einfach nur, ist für mich alles nur sozusagen hohles Gerede. Also ich glaube da kein Wort dran. Das wird nur sozusagen, das ist einfach, Ideologie, nicht? Wo der Einzelne sich aufwerten will. Aber letztlich spielt es für die Menschen überhaupt keine Rolle. Das liegt natürlich auch an dem nihilistischen naturwissenschaftlichen Begriff. Nihilismus als im Sinne der Naturwissenschaft, weil sie alles sowieso letztlich für tot halten. Ja, also letztlich ist ja nicht lebendig, spielt ja keine Rolle. Und wir sind ohnehin nur ein Zufallsprodukt, mehr oder weniger. Wird ja nicht angenommen in der Naturwissenschaft seit Darwin nicht mehr, dass es irgendwie ein Ziel hat, das mit dem Menschen was Tieferes auf sich hat. Ne, der ist einfach ein höheres Tier und zufällig hat sich so entwickelt, wie es ist. Da kann man auch nichts machen. Ja? Also nicht, das ist ja so. Ist die allgemeine Haltung. Wenn du die nicht vertrittst, die Haltung, bist du gar nicht wissenschaftlich. Das ist dann gar keine Wissenschaft mehr. Wissenschaft ist per se nihilistische Wissenschaft. Du kannst dir glauben, was du willst, kannst du alles Mögliche glauben, aber wenn du da arbeitest in diesem Sinne, musst du nihilistisch argumentieren oder atheistisch. Es gibt den methodischen Atheismus in der Naturwissenschaft. Sagt Karl Friedrich von Weizsäcker, es gibt den methodischen Atheismus, es gibt auch methodischen Nihilismus. Du magst in deiner Brust was anderes denken, aber wenn du in der Forschung tätig bist, bist du letztlich im Nihilismus tätig. Viele würden sagen, der Kirchhoff, das ist einfach übertrieben, so ist es ja gar nicht. Aber ich sehe nichts anderes. Also tut mir leid. Dann ist die Frage nicht, wie schaffen wir ein 21. Jahrhundert, in dem wir den Tod nicht haben. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir sterblich sind. Das wird auch die Naturwissenschaft nicht ändern. Und wie wir lernen, mit unserer Sterblichkeit sinnvoll zu leben.
Jetzt kommen wir zu etwas, das für die Naturwissenschaft ein völlig sinnloses Gerede wird. Wir können lernen, mit uns, mit den wenigen Jahren, die wir, wenn es gut geht, auf dem Planeten Erde verbringen können, sinnvoll umzugehen, indem wir lernen zu lieben. Andere Menschen, andere Lebewesen, Güte in die Welt zu tragen. Dann hätten wir das Gefühl, dass selbst ein kurzer Lebensabschnitt etwas Sinnvolles wäre, etwas uns Erfüllendes, etwas Wünschenswertes, ein Segen wäre. Biblisch gesprochen wäre es ein gutes Leben, das wir als solches auch erkennen und entdecken könnten. Die 68er Politstudenten, die haben von Verblendungszusammenhang gesprochen. Das ist ja gar nicht so falsch eigentlich. Es gibt auch einen Verblendungszusammenhang oder das Unwissen. Nicht? Also das Unwissen des Menschen, der in seiner Verblendung und Blindheit, in seiner Ego-Seligkeit, sieht er Dinge nicht und dann ist es unheilvoll für ihn selber und auch für seine Umwelt. Kann man sagen, ist dann Schuld. Aber das sind jetzt so Begriffe, ne, die man sich festklammert. Aber es ist nicht nur christlich, das ist älter eigentlich. Das ist also viel älter. Also das ist ja alles lange vor dem Christentum gewesen. Und es ist übrigens ja auch schon in der Antike, in den Kulten, bei den Orphikern, ganz eindeutig, der Mensch kann sich so oder so entscheiden. Eindeutig. Und es hat auch mit Schuld zu tun. Die Frage, wie kommen wir denn da raus? Also das heißt, welcher Weg oder welche Überlegungen können uns denn in eine Freiheit führen, die man als menschlich bezeichnen kann? Ich glaube, auch das ist wieder eine höchst individuelle Angelegenheit. Und zweitens, ganz wichtig, und da wird, es wird viel darüber nachgedacht, auch viel geschrieben, unsere ganze Pädagogik. Wie bereiten wir denn die Menschen, die hier neu ankommen, auf das Leben in der Gesellschaft wirklich vor? Ist das tief? Ist das profund? Ist das etwas, was den jungen Leuten wirklich hilft? Unsere gegenwärtige Erziehung, die Lehrpläne und alles, was dazugehört? Oder ist es vielmehr so, dass die jungen Menschen mit bestimmten Grundkästen versehen eigentlich bereit gemacht werden, in die Maschinerie einzutreten? Also, wenn man sich erinnert, in den 60er Jahren, die Geburt der Gegenkultur an der Westküste der Vereinigten Staaten, die hatte einen ganz konkreten Anlass an der University of California. Die Studenten kriegten mit, dass die Lehrpläne verändert wurden und dass plötzlich Leute von großen Privatfirmen mit in den Entscheidungsgremien saßen und über die Lehrpläne bestimmten. Zum Beispiel weniger Geisteswissenschaften, weniger Kunst, weniger Kultur, mehr Ingenieurswissen, mehr mathematisches Wissen, mehr statistisches Wissen und lauter so Sachen. Und da haben die Studenten gesagt, das finden wir aber überhaupt nicht gut. Und dann sagte die Universität ihnen, ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Und das war der Beginn des Free Speech Movement. Nach dem Motto, es betrifft uns, natürlich haben wir was zu sagen. Und das war sozusagen einer der Gründungsimpulse oder Lebensimpulse der sogenannten Gegenkultur, die aber im Kapitalismus der Gegenwart eigentlich vollkommen verschlungen worden ist. Also das kann man auf allen Gebieten beobachten, in denen die Gegenkultur sich geäußert hat. Also sowohl in der Kunst wie auch in den Formen des Zusammenlebens und so weiter. Ich plädiere nochmal, um nochmal zu sagen, für eine Resakralisierung der Welt. Das kann man nicht fordern, das kann kein Postulat sein, das kann kein Pamphlet sein, das kann kein Katalog sein, das geht alles nicht. Aber es kann aufbrechen im Menschen, es kann sich darstellen, es kann in einzelnen Menschen, dann verbreitet sich das und der, sowas gibt es. Und dann kann etwas geschehen, was dann tatsächlich auch menschheitlich dann Auswirkungen hat. Das ist nicht die Zahl der Menschen, sondern einige. Ich glaube, dass eine bestimmte Anzahl von, sagt man ja auch im Alten Testament, ne, eine bestimmte Anzahl von Gerechten, wenn die wirklich da sind, die braucht man einfach, damit die Welt richtig in Ordnung kommt. Nicht?
Wenn es nur einer ist oder zwei, drei, ist zu wenig. Also es müssen schon ein paar mehr sein. Weil dann nämlich, je weniger es sind, umso höher ist die Last für die wenigen. Weil der Rest, wenn viel ist ja so, sagt man ja auch heute, naja, warum haben sich die Menschen in der Corona-Krise alles gefallen lassen? Weil sie apathisch sind. Ja Gott, was sollen sie da machen? Dann lassen sie es eben so laufen. Wird schon so zu Ende gehen, wir werden schon überleben und so. Auch eine Apathie, da eine Gleichgültigkeit auch. Auch wenn andere abgeschleppt werden und ins Lager kommen oder auch so, sonst spielt dann keine Rolle. Sozusagen, da ist es ja dann oft genug gewesen. Das ist aber, das müssen schon einige sein. Das ist ja auch bei schwierigen politischen Systemen, die dann eigentlich dann auch fallen, muss eine substanzielle Anzahl von Menschen das auch wollen. Denn so ganz von alleine klappt es dann doch nicht. Ne? Also ne, ist schon auch Widerstand ist schon manchmal geboten. Also auf jeden Fall. Die Warnsysteme kippen nicht einfach so alleine in sich zusammen. Es sei denn, sie sind so monströs, dass die Vernichtung mit drin ist. Aber dann trifft es uns alle. Eine atomare Katastrophe, jetzt in einem Krieg, trifft uns alle. Egal, wie wir dazu stehen. Es würde uns alle treffen. Wir könnten da nichts dagegen unternehmen. Können wir nicht verhindern. Wir können es verhindern, denke ich mal, doch durch geistige Energien, würde ich sagen. Aber erstmal, wenn es denn so weit ist, können wir es nicht, läuft es. In ein gnadenloser Form. Ja? Das war ja auch für die Physiker damals in Los Alamos, als die erste Atombombe explodierte, ja auch eine Erschütterung. Selbst für die hartgesottenen Physiker, ne, war das ein Schock. Ein absoluter Schock. Die waren den Tränen nahe. Das hätten sie sich nicht vorstellen können. Plötzlich haben sie ihre mathematischen Formeln alle auf dem Papier, mal dies und jenes ausgerechnet und hat gesagt, so könnte es sein. Und dann ist es wirklich passiert. Das war doch eine Ungeheuerlichkeit. Die erste Atombombe hat die Leute wahnsinnig geworden. Einige haben den Shiva gesehen oder einer den Auferstand, was ist den Christus da, Christusvision und so. Das hat die Leute absolut erschüttert. Dieses Geräusch alleine. Und dann der Pilz, der aufsteigt. Also das sind einfach unfassbare Vorstellungen. Später hat sich das sondern die Leute irgendwie nicht mehr davon irritiert. Aber am Anfang haben selbst die hartgesottenen Physiker gesagt, also Oppenheimer hat gesagt, wir haben die Arbeit des Teufels getan hinterher. Ne? Immerhin. Das Projekt in Los Alamos 1943 startete man mit den besten Physikern. Nobelpreisträger. Glänzende Lehrer in Physik, deren Wissenschaft missbrauchte man im Machtkampf. Wie bekommen wir eine Bombe, die so tötet, dass wir einen Krieg gewinnen, auf der Stelle gewinnen und dass wir künftig mit der Drohung weiterer Kriege Weltmachtansprüche behaupten können? Wenn das aus Wissenschaft wird, was ist sie dann noch? Sie hat alles vergessen, was sie noch einklammern könnte im Raum der Menschlichkeit. Sie wird zerstörerisch in einer Angst, die Menschen sich machen vor anderen Menschen. Das ist jetzt nicht mehr nur die Antwort auf die Natur, die ist ängstigend genug durch die Gleichgültigkeit, mit der sie uns begegnet. Wir sind jetzt mitten in der Angst der Menschen, inmitten der Natur, die wir haben vor anderen Menschen, in einem politisch geführten Machtkampf. Und das hört bis heute nicht auf. Die Atombombe von 1945 war zu klein, wir brauchten die Wasserstoffbombe 52, wir brauchten auf dem Bikini-Atoll Bravo 1954, die Tötung von 40.000 Wirbeltieren, die man der Sprengwirkung ausgesetzt hatte, der Strahlenwirkung, der thermischen Wirkung, der nuklearen Verformung der Genome. Das alles wollte man erforschen. Wie kann man es anwenden gegen Menschen? Welches Druckmittel haben wir als Weltmacht? Wenn das Wissenschaft ist, kann man davor nur den reinen Horror haben. Und zum Himmel rufen, wir bekämen wieder, was wir verloren haben. Offenbar genügt das absolut nicht, eine Rationalität zu entwickeln, nur im Raume dessen, was wir beschrieben haben. Sensualismus, Materialismus, Reduktionismus, Kausalismus, Empirismus. Wir bräuchten Kontrollinstrumente, die uns daran erinnern, dass wir als Menschen diese Wissenschaft hervorbringen.
Und wir dürfen es nicht machen, indem wir das Unmenschliche daran vorantreiben. Rein zum Machtgewinn in einem Umraum der Angst, der jetzt nur noch beruhigt werden soll mit den Mitteln, die den Terror auslösen. Mit Wissenschaft antworten wir auf wissenschaftliche Probleme, die wir uns selber schaffen. Der Raum der Angst, der mal in der Bibel das Sein-Wollen wie Gott begründete, wird jetzt instrumentalisiert zu einer Politik, zu einer Wirtschaftsordnung in Anführungsstrichen, zu einem konkurrierenden Machtkampf global, der alles gefährdet, was wir hervorbringen. Und das Instrument dafür ist nicht, dass wir wie Gott sein wollen, sondern uns selber hier auf der Erde einrichten, wie wenn es die Hölle wäre und wir ihre Lehrmeister in Gestalt der Teufel, die wir selber werden. So darf es nicht kommen, aber so sind wir mit Windeseile dabei zu werden. Deshalb bräuchten wir Kontrollinstrumente für die Naturwissenschaften. Wir bräuchten eine philosophische, religiöse Weisheit, die sie einbetten, die ihre Methodologie beschreibt, hat etwas sehr Begrenztes und deshalb Gefährliches, wenn wir es ausschließlich setzen. Also es gibt doch offensichtlich eine Grundordnung der Welt. Man kann sagen, die gibt es nicht. Naja, das ist einfach blöd, weil allein die normale Physik und die normalen physisch-sinnlichen Gegebenheiten haben eine ganz klare Ordnung. Die kann man nicht ausklinken. Das ist einfach so und es hat Gründe, es gibt Gründe dafür. Aber es gibt auch im tieferen Sinne auch Gesetze. Auch, es gibt physisch-sinnliche Gesetze, es gibt auch geistige Gesetze. Oder man würde sagen, es ist alles nur Anarchie und sinnloses Zeug, das glaube ich nicht. Es scheint doch so zu sein, dass es ganz klar bestimmbare Gesetze gibt, nach denen man nicht einfach übertreten kann. Man kann sie übertreten, aber dann schädigt man sich selbst und die anderen und wird neu in die Kreisläufe hineingebracht, verstrickt, ja, wo man vielleicht die Möglichkeit hätte, da rauszukommen. Dann ist ja die Erlösungssehnsucht das Gegenteil. Ich habe neulich ein Zitat von Andrei Tarkowski gehört, dem großen russischen Filmregisseur, wo er sagt, ja, der Mensch hat einen freien Willen. Und zwar, um diesen freien Willen einzusetzen, um seine Schwächen, seine Mängel, seine Lügenhaftigkeit, seine Unstetigkeit zu verändern, zu bekämpfen, auf dem Weg zu Gott. Wenn die Vereinigung mit Gott erreicht ist, hat der Mensch keinen freien Willen mehr, weil er dann ganz und gar im Willen Gottes lebt. Finde ich ein sehr wesentlicher Gedanke. Für mich ist ja Wahrheit eigentlich das Gleiche wie Wirklichkeit. Die Dinge sind, dann gibt es, irgendwann gibt es eine Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist dann auch die Wahrheit in dem Sinne, als sie die absolute Verbindlichkeit hat. Die Rotation der Erdkugel ist ja auch eine Realität. Und es ist einfach wahr. Und man kann sagen, das stimmt nicht. Kann man sagen, aber es ist erstmal wahr. Und da ist es identisch. Angesichts unserer Sterblichkeit, die wir wissen können, die in unseren Körper eingeschrieben ist, genetisch begründbar, haben wir als Individuum die Erwartung, verbunden mit Sinnhaftigkeit, persönlicher Bedeutung, eine Aufgabe, die ihrer Erfüllung harrt, nach Unendlichkeit, Unsterblichkeit. Und das wird nun eine entscheidende Frage unserer ganzen menschlichen Existenz. Unser Gefühl verlangt Unsterblichkeit. Wir lieben einen Menschen und wir empfinden, es muss ihn geben auf dem Hintergrund der Liebe. Man müsste ihn erfinden, wenn es ihn nicht gäbe. Und wir entdecken plötzlich in die Tiefe hinein die Macht, die möchte, dass es ihn gibt und die wir Gott nennen. In der Liebe begegnen wir über den anderen, wie wenn wir eine Brücke betreten zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, zwischen Geschöpf und Schöpfer. Mit Mal begreifen wir die Welt von innen, nicht naturwissenschaftlich, sondern in ihrer Daseinsberechtigung, ihrer Schönheit, in ihrem Frieden, ihrer Harmonie, ihrem Einklang. Und wir wünschen, dass das alles nie aufhört. Das Problem wird dabei, dass der Einzelne sich herausnimmt aus dem großen Gang der Natur, von dem wir immer wieder gesagt haben, innerhalb dessen er überflüssig ist, nicht vermisst wird, wo er kommt und geht,
wo er nichts weiter ist als eine Einheit im Energiehaushalt der Natur im Umgang mit sich selber. Als Individuen, als nachdenkend über unser Dasein, fähig zu Liebe, verlangen wir Unsterblichkeit. Und das ist etwas, das wir nicht erkennen können, naturwissenschaftlich, sondern das wir nur glauben können. Es gibt doch diesen Begriff schlechte Unendlichkeit. Ich weiß nicht, von wem der kommt. Von Hegel, glaube ich. Ich glaube, es gibt diesen Begriff, die schlechte Unendlichkeit. Das ist die mechanische Unendlichkeit. Wir hatten ja in den 80er Jahren interessanterweise in der Musik eine Phase, wo eine neue Musik entstand, die sogenannte Minimalmusik, die auf Wiederholung von Pattern beruhte. Also bekannte Komponisten Steve Reich, Philip Glass und so weiter. Da deutete sich auch eine Art von schlechter Unendlichkeit an. Das heißt also sozusagen die ewige Fortsetzung der immer gleichen Kettenglieder mit Ausuferungen und sich ausbreitenden Phänomenen. Und das lässt sich in keiner Art und Weise vergleichen mit der Unendlichkeit der menschlichen Seele und mit der Unendlichkeit des menschlichen Erkenntnisvermögens. Also ich komme wieder auf das Wort trivial. Also die Unendlichkeit, das Bemühen, den Tod zu überwinden, also hier zum Beispiel dauerhaft zu leben für einige Jahrhunderte. What for? Also was soll das? Glaubt denn tatsächlich ein Mensch ernsthaft sozusagen, dass 100 Jahre Wohlleben oder 200 Jahre Wohlleben, so wie ein Reicher, das sind ja nur die Reichen, die sich das leisten können, so lebt, dass das in seinem Leben irgendeine Art von Sinn verleiht oder seinem Geist in irgendeiner Art und Weise fördert. Also das ist für mich, das hat alles was Lächerliches. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in der westlichen Zivilisation uns in einem Zustand befinden, wo wesentliches Wissen verloren gegangen ist. Und wesentliches Wissen meine ich nicht etwas, was man gelesen hat und im Kopf hat, sondern wesentliches Wissen, was körperlich ist. Im Umgang mit der Welt, im Umgang mit Dingen und im Umgang mit Menschen. Weil es geht ja bei den möglichen Entwicklungen, die ein Mensch durchmachen kann, also im Zusammenhang sozusagen mit der Entwicklung, mit der Entfaltung seines inneren Lebens, entsteht ja eine Art von Wissen, die nichts zu tun hat mit Buchwissen und nichts zu tun hat mit Intellektualität. Ich finde keinen Begriff dafür, man könnte es nennen ein Seinswissen. Und dieses ist uns verloren gegangen. Und zwar durch die letzten Jahrhunderte, die langsame Reise in die Materie,
Der Philosoph Jean Gebser hat das, was wir in den letzten 300 Jahren erlebt haben, also die Aufklärung, die vernunftzentrierte Aufklärung, die Entwicklung der Naturwissenschaften, die merkantil-ökonomistische Eroberung der Welt, den Umweg durch die Materie genannt. Den haben wir gemacht. Und das hat uns erstaunliches Wissen beschert über die Materie, über auch das Mysterium der Materie. Es ist wirklich immer noch sehr geheimnisvoll, was da vorgeht. Es hat uns enormes Ingenieurswissen beschert, wie man Sachen macht, wie man Maschinen baut. Das hat ja titanische Ausmaße. Also wenn man sich die Taten dieser Zivilisation betrachtet, das ist Titanentum. Das lässt sich nicht mehr mit den herkömmlichen, normalen Begriffen irgendwie benennen nach dem Motto, ach, die Leute sind halt besonders klug. Nein, das ist titanisch. Und das 20. Jahrhundert hat uns ja zwei menschliche Akte beschert, also zwei Handlungen, die absolut fundamentalen Charakter haben. Und das erste ist die Zerstörung dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Spaltung des Atomkerns. Eine ungeheure Tat, die für mein Empfinden tatsächlich etwas Titanisches hat. Und das zweite ist der Eingriff in den genetischen Code, also in das Mysterium der Heiligen Schrift. Das sind Taten, in deren Folgen wir jetzt leben. Wir können die Folgen gar nicht abschätzen. Aber während diese Zivilisation diese Art von Kraft gewonnen hat, die wirklich wahrhaft furchterregend ist, ist eben das Wissen über den Menschen, das Wissen über das menschliche Zusammenleben, das gedeihliche menschliche Zusammenleben, sehr blass geworden, sehr verschwunden, spielt eigentlich keine Rolle mehr, ist kein leidenschaftlich diskutierter Topos innerhalb der Gesellschaft. Wie können wir gemeinsam leben, damit es allen in unserer Gesellschaft Befindlichen, auch den Dummen, den Behinderten, den Schwachen, den Arbeitsunfähigen, damit die alle getragen werden. Dieses Denken kommt ja gar nicht vor. Das wäre ein geistiges, bewusstes, spirituelles Denken. Aber da sind wir zurzeit, also mit wir meine ich das Kollektiv, die Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben, wir sind da regelrecht dumm geworden, was diese Art von Wissen angeht. Wir legen Blumen auf das Grab eines geliebten Verstorbenen und wir wollen ihm damit sagen, dein Leben hat nicht aufgehört, ist nur der Anfang eines Neuanfangs. Wie die Blumen, die im Winter sich zurückziehen in den Schoß der Erde und dann wiederkommen jeden Frühling. Sie sterben überhaupt nur, um leben zu können. So ist es mit deinem Tod. Und deshalb geben wir das Schönste, was wir haben, Blumen, zur Sinndeutung deiner Existenz im Tode wie im Leben. Und dann fand man viele andere Bilder für diese Wahrheit, die man in den Mythen transportiert hat, die Sterne, die rund um den Polarstern sich drehen, Zirkumpolarsterne aufgehen und untergehen. Im Winter tauchen neue Sternbilder auf, die wieder im Sommer unter den Horizont sinken. Alles waren Bilder für Kommen und Gehen, für Sterben und Geborenwerden. Und man fand es überall, bei der Sonne, im Jahresumlauf, im Tageswechsel, beim Mond, innerhalb der 28 Tage des Mondzyklus. Man fand geheimnisvollerweise denselben Zyklus, zahlenmäßig sogar, im Zeitabschnitt, begrenzt wieder im Organismus der Frau, die im gleichen Rhythmus ihre eigenen Perioden hat, um Leben weiterzugeben. Das alles könnte ich endlos jetzt entfalten und sagen, die Welt besteht so betrachtet aus lauter Symbolen, die den Menschen trösten sollen im Angesicht seiner Sterblichkeit, mit religiösen Auskünften, die ihn versichern. Es ist kein sinnloser Glaube, es ist der tragende Grund seiner Existenz, der Unsterblichkeit sich zu vergewissern. Dann gehen wir leicht durch diese Welt, unbedroht, nicht dauernd in Lebensangst. Wir brauchen die Naturwissenschaft nicht als Ersatzgott, den Arzt, den weiß, als ein Magier, der den Tod besiegt. Wir könnten leben mit der simplen Tatsache, Kreaturen zu sein, im Vertrauen auf denjenigen, der uns geschaffen hat, indem er wollte, dass wir sind. Thank you.
Ich kann doch keinen Fahrplan aufstellen und sagen, das. Der Mensch müsste so oder so sein. Das ist ja immer zigfach gemacht worden. Der neue Mensch ist propagiert worden. Seine Züge, wie er sein sollte, wurde oft beschrieben. Und letztlich hat es nur immer zu furchtbaren Blutbildern geführt. Ne? Also die, was dahin führen könnte, kann man rational so auf dieser Ebene gar nicht abklären. Man kann sagen, was pragmatisch möglich wäre, dass man halbwegs miteinander auskommen kann. Das kann man sagen. Aber im tieferen Sinne müsste man wissen, was ist der Mensch überhaupt? Was ist das Gestirn überhaupt? Was ist der Kosmos, in dem er lebt? Was ist überhaupt mit der Freiheit des Menschen? Was ist der Mensch für ein Wesen? Hat er eine eigene Würde? Oder ist er einfach nur zufällig? All diese Fragen müsste man mitklären. Dann ist man im Grunde den tiefsten philosophischen Fragen, die es überhaupt gibt. Und man kann doch nicht im Schnellverfahren sagen, wenn ich jetzt, was weiß ich, hier CO2 reduziere, diesen ganzen Klimairrsinn, ja. Also sozusagen, wenn man da reingeht, das ist doch, was soll es sein? Das ist einfach da wird die religiöse und spirituelle Energie sozusagen in ein winziges Segment gelegt, was auch mit Fanatismus verbunden ist und letztlich politisch gewollt ist von ganz anderen Leuten, die da das Ruder in der Hand haben oder die das Ganze, die Regie haben. Also es ist, da kann ich nicht, diese Frage, ich gebe gerne auch, habe ich in Videos auch immer wieder gemacht, ich sage gerne was Positives. Ich glaube noch immer an den Menschen, das ist auch wirklich so, ich glaube an den Menschen, das hat ein großes schöpferisches Potenzial. Aber genau wie man da hinkommen kann, ich kann natürlich sagen, du musst meditieren oder du musst gute Musik hören oder gute Bücher lesen, lies doch mal die Bücher von Jochen Kirchhoff oder so, als Beispiel, ja. Das kann man alles machen und es, viele erreicht das auch und die haben auch was davon und es hilft ihnen auch. Aber also ein Konzept gibt es praktisch nicht. Also man kann sagen, naja, wenn man das Geschlechterverhältnis müsste neu ausgehandelt werden, es müsste ganz neu sein, wie denn eigentlich, was wäre denn richtig? Auch wenn man darüber sozusagen Diskussionen führen würde, würden die endlos ins Uferlose gehen. Also da ist man an einen Punkt gelangt. Wir sind so weit vorangeschritten mit dem nihilistischen Denken, dass wir letztlich hilflos sind. Wir sind auch am Ende auch hilflos. Die Politiker treten relativ selbstbewusst auf, aber sind vollkommen hilflos. Sie rudern im luftleeren Raum, sie rudern im Nichts. Es ist einfach gegeben. Und wo ist es, wenn ich gute Musik höre, dann weiß ich, da ist was. Da ist nicht das Nichts, sondern da lebt es, da atmet es, da ist sofort etwas da. Bei richtig guter und großer Musik oder auch bei guten Texten und so, das weiß man doch. Das gibt es alles, aber es gibt kein Patentrezept. Man kann sagen, bestimmte Dinge sollst du nicht tun, das ist auch richtig. Das ist ja klar, ich meine, dass man dem anderen nicht die Faust da ins Auge knallt, nur weil er einem vielleicht unsympathisch ist. Das ist ja klar, es muss bestimmte Grundregeln geben. Und da sind ja auch die berühmten 10 Gebote gar nicht so schlecht. Ne? Ich meine, so blöd ist das ja nicht. Das ist ja doch erstmal eine Richtlinie. Und da gibt es auch andere Richtlinien, dass du einfach, was du nicht selbst erleiden möchtest, auch nicht unbedingt anderen zufügen möchtest. Das ist eigentlich eine uralte Geschichte, die vor 2.500 Jahren von vielen Denkern gedacht worden ist. Ne? Und das ist ja auch irgendwie richtig. Da habe ich kein Patentrezept. Genauso, wenn ich gefragt werde, das wurde ich ja auch immer wieder, auch in Videogesprächen und so weiter. Wie geht das denn politisch weiter? Haben Sie nicht ein Konzept? Nein, habe ich nicht. Weil, was soll ich denn sagen? Ich finde eine normale Demokratie, wenn sie wirklich funktioniert, ist es schon mal was. Ich finde das Grundgesetz auch letztlich einen ganz guten Text, ja. Wenn man sich wirklich danach halten würde, fände ich gut. Also da ist schon was dran. Letztendlich glaube ich, wenn man so will, an ein Potenzial im Menschen, der auch in der Lage ist, einen schöpferischen Anarchismus durchzustehen. Der Mensch wirklich in der Freiheit. Als Anarchist im guten Sinne des Wortes, gewaltfrei. Geht das mit dem Menschen? Weiß ich nicht. Er sieht eher nicht danach aus, aber es könnte vielleicht regional passieren und ich weiß es nicht. Da bin ich überfordert. Ich würde in Phantasmen hineinkommen.
ich würde in ideologische Phantasmen mich ergießen müssen, um das wirklich zu beantworten. Aber ich habe meine Vorstellungen, wie der Mensch ist, wo er herkommt und wie er eingebettet ist in eine höhere Ordnung. Da kann ich ganz viel zu sagen. Und das kann dann auch in dem Menschen eine Resonanz auslösen, dass er vielleicht sagt, ja, es könnte ja vielleicht recht, der könnte ja vielleicht recht haben und ich könnte ja vielleicht dann eine tiefere Verankerung finden in meinem Leben. Aber als politische Bewegung ist es praktisch nicht möglich. Man kann damit keine Partei gründen. Also es geht einfach nicht. Und es gibt kein Patentrezept. So bedrückend die Erscheinungsformen des Menschen auf der Erde auch sein können, ich bin ja schon relativ lange hier, ich bin ein großer Bewunderer des Menschen. Ich bin ein Verehrer des Menschen. Und in dem Sinne, wie der Philosoph Kirchhoff zitiert das irgendwie mitunter Paracelsus, nur die Höhe des Menschen ist der Mensch. Und die Höhe des Menschen zeigt sich. Sie zeigt sich zum Beispiel auch in so alltäglichen Dingen wie in der Mutterliebe. Das ist etwas ganz außerordentlich Wunderbares und eine ganz enorme geistige Kraft, die da anfängt zu wirken. Und die Höhe des Menschen zeigt sich in der Kunst. Die Höhe des Menschen zeigt sich in ungeheuren Werken. Weil wenn man sich zum Beispiel mal in Ruhe einen gotischen Dom betrachtet, eine dieser Kathedralen, und sich klar macht, das haben Menschen gebaut. Die waren möglicherweise verheiratet und hatten Kinder und haben ihre Suppe gegessen. Man glaubt das nicht, man kriegt das nicht zusammen. Das heißt, man sieht, wie eine Vision hereingebrochen ist in diese Kultur, die sich tatsächlich materialisiert und kristallisiert hat. Und es gibt unendlich viele Beispiele der Größe und Schönheit des Menschen im schönsten Sinne. Wir brauchen nur sozusagen die Vergangenheit zu betrachten und die Großtaten der Vergangenheit, auch die Großtaten der Gegenwart. Es gibt auch heute, es gibt großartige Künstler, es gibt geniale Architekten, es gibt wunderbare Komponisten und Musiker. Also wir sind nicht verlassen und nicht allein. Und also ich glaube, auf die Dauer wird der Nihilismus keine Chance haben. Wir leben heute in einer Zeit, wo man den 12-Jährigen in der Schule beibringt, dass ein solcher Glaube sinnlos ist. Das Bewusstsein, die Persönlichkeit, die Reflexionsfähigkeit, auch die Emotionen, auch die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, das alles ist ja nur möglich, weil die Elektronenmaschine zwischen unseren Ohren im Gehirn es produziert. Das alles gehört zu unserem Körper, der Körper ist vergänglich, das alles hört genauso auf, wie es zustande gekommen ist. Also wäre es ja naiv, wäre es nicht wissenschaftlich, wäre es ja was denn, Glauben wird man schon gar nicht mehr sagen, sondern wissenschaftlich hochmütig, der reine, kindlich gebliebene Aberglauben an so etwas wie Unsterblichkeit zu glauben. Eine Mutter nimmt ihr Kind mit zum Friedhof, um das Grab der Oma zu betrachten. Aber darf sie sagen, die Oma schaut auf uns herab im Himmel, wir reden mit ihr, wir werden ihr wieder begegnen. Sie lebt, die Oma, das glaube ich als deine Mutter. Ich werde genauso sterben, du auch, aber wir werden uns wiedersehen. Der Weg hier auf Erden, ein paar Jahre vielleicht nur, führt uns zusammen. Die einen gehen uns voraus, wir folgen dem, aber wir kommen alle an derselben Türe an, an welcher der Vorhang sich öffnet. Und dann begegnen wir Gott und wir sehen die Welt mit seinen Augen. Diesen Gott nennen wir die Liebe selber. Aber stell dir jetzt mal vor, wir könnten einander betrachten in einer reinen Liebe, ohne Egoismus, ohne Angst, ohne Begehrlichkeit, ohne Machtspiele, ohne Schamgefühle. Wir fänden zueinander, indem wir lernten, die Welt zu sehen mit den Augen des anderen, mit seiner Liebe ihn zu verstehen und alle Zusammenhänge, dann begegneten wir wirklich Gott. Und das ist unsere eigentliche Bestimmung. Dahin drängt alles, was wir Menschsein nennen.